Hallo, meine lieben Widdergeborenen, ich begrüße euch recht herzlich zu eurer neuen Wochenenergie für die Woche vom 16. Mai bis 22. Mai 2022. Ich habe die Karten wie immer schon springen lassen und würde ja auch gleich in die Deutung gehen, was ich denn so zeigen möchte. Ich habe in dieser Woche hier ganz viel Energie, die in die Vorwärtsbewegung möchte. Ne? Also ich habe Aktivität, ich habe den positiven Wandel, ich habe, dass man sich ja aus einer alten Situation befreit und zu neuen Ufern sich aufmacht. Ne? Aber ich habe auch hier allgemeine Energien, die nochmal aus der Vergangenheit auf euch zukommen. Also es ist gut möglich, wenn wir jetzt mal mit dem beruflichen Bereich beginnen, dass ihr nochmal ein Angebot, ein Unternehmen, vielleicht ein alter Kollege, eine alte Kollegin hier nochmal auf euch zukommt, dass es gut möglich ist, dass man euch hier nochmal ein Angebot macht oder nochmal mit einem Thema auf euch zukommt, was aus der Vergangenheit sich wieder auf den Weg zu euch macht, um hier nochmal genauer beobachtet zu werden. Hier liegt auch der schicksalhafte Wandel, aber letztendlich auch die absolute Vorwärtsbewegung, auch hier durch die Sonne gekennzeichnet, also wirklich positive Veränderungen, die sich hier aufzeigen möchten. Wir haben ja aktuell auch den Jupiter im Widder, also gerade für die Widdergeborenen ist es eine Zeit, wo viel Aktivität und Power und Energie sich hier einfach zeigen möchte. Aber auch hier spannend während des rückläufigen Merkurs, dass hier einfach auch die Karte der Vergangenheit sich nochmal zeigt. Das heißt, ob nun im beruflichen oder im privaten, ist es gut möglich, dass ihr ein Mensch, eine Situation, ein Unternehmen, wie auch immer, nochmal auf euch zukommt und ihr dann halt entscheiden dürft, inwiefern prüft ihr hier die Möglichkeiten, die sich euch auftun. Ja, und da ist aber viel Eigenverantwortung dabei, ne? Also die Entscheidung wird euch hier nicht abgenommen, die dürft ihr selber treffen. Der ein oder andere wird hier zu neuen Ufern aufbrechen und alte Situationen hinter sich lassen. Ja, und schaut da einfach, was ich euch zeigen möchte. Aber im Großen und Ganzen habe ich hier auch keine Warnungen dabei, sodass ich glaube, dass wenn ja etwas Neues auf euch zukommt, das auch wirklich sehr, sehr positiv ist. Wie gesagt, im Großen und Ganzen viel Aktivität, viel Vorwärtskommen, positive Energie, Aufbruchsstimmung. Ne? Ihr wollt euch einfach hier verändern. In der Liebe ist es so, dass auch hier die Wahrscheinlichkeit hoch ist, dass jemand aus der Vergangenheit nochmal auf euch zukommt. Und da dürft ihr natürlich für euch schauen, inwiefern haltet ihr an dieser Situation, an diesem Menschen noch fest? Inwiefern ist das Ganze hier wirklich schicksalhaft für euch? Wo dürft ihr hier nochmal für euch lernen? Also wie gesagt, es ist möglich, dass 1, 2, 3, dass definitiv hier nochmal jemand aus der Vergangenheit auf euch zukommt. Also an sich eine Woche, wie gesagt, viel von Aktivität geprägt, aber auch hier nochmal die Schicksalhaftigkeit, wo ihr für euch schauen dürft, ja, inwiefern habe ich aus der Vergangenheit gelernt, aber an sich habe ich hier wirklich eher dann die Aufwärtsbewegung des Schicksalsrates, weil hier sehr, sehr viele positive Karten umgeben sind. Wenn es den ein oder anderen, kann es sein unter euch, dass entweder ihr viel mit dem Thema Kritik zu tun haben werdet, sei es, dass ihr kritisiert werdet oder dass ihr jemanden kritisiert, achtet da auch bitte wirklich sehr darauf, fair zu bleiben, in der positiven Kommunikation zu sein, ja, weil der Jupiter im Widder und der rückläufige Merkur kann in der unreifen Seite natürlich auch für eine schwierige Kommunikation stehen, teilweise auch für eine sehr verletzende Kommunikation, wo man Gefahr läuft, dass einem die Menschen dann hier auch weglaufen. Also wirklich kleiner Tipp am Rande. Achtet sehr auf eure Kommunikation, gerade wenn ihr in so einer überschwänglichen positiven Energie seid, dass ihr hier nicht Gefahr lauft, jemanden vor den Kopf zu stoßen. Gerade wenn es jetzt jemand ist aus der Vergangenheit, der hier vielleicht mit versöhnlichen Energien wieder auf euch zukommen möchte, ne? Also bleibt hier wirklich im Gefühl, im Optimismus, ja. Und habt natürlich auch den Mut, hier zu neuen Ufern aufzubrechen. Also da bin ich mal gespannt, was sich bei dem einen oder anderen unter euch hier zeigt. Ja, oder bei euch hier zeigt. Aber auf jeden Fall glaube ich, dass ja einiges doch sehr, sehr gut vorwärts gehen wird. Auch wenn es um das Thema Heilung geht, auf der gesundheitlichen Ebene, kann es sein, dass ihr nochmal neue
Behandlungsmöglichkeiten versuchen werdet. Und dass das oder dass diese Behandlungsmöglichkeiten dann letztendlich hier zum Erfolg führen werden. Ne? Genau. So, ihr Lieben, schöne Woche. Bleibt mir alle schön gesund und hoffentlich bis zur nächsten Woche, ihr Lieben, wieder.